Glückspiraten Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord! Hallo Glückspirat, ich weiß gar nicht, ob du es gemerkt hast, aber die Glückspiraten hatten eine etwas ausgedehnte Sommerpause. Und jetzt ist endlich die Zeit gekommen, wo ich wieder dazu komme, mich um Podcasts zu kümmern. Und warum das so ist, dazu möchte ich jetzt, bevor wir ins Interview einsteigen, noch ein paar Worte verlieren. Und zwar hatten wir im Sommer, sprich im Juni, Juli und in den August hinein, hatten wir unseren großen Atlantik-Turn. Das heißt, wir sind von Almerimar aus gestartet mit Makani und sind dann mit Gästen zusammen durchs Mittelmeer bis nach Gibraltar gefahren und von Gibraltar aus dann auf den Atlantik gestartet mit dem Ziel Madeira. Und von Madeira aus ging es dann weiter auf die Azoren nach São Miguel und von São Miguel aus da wieder zurück durch die Straße von Gibraltar und dann schließlich wieder zurück in unseren damaligen Heimathafen nach Almerimar. Wir hatten Gäste dabei und wir hatten tolle Zeit, wir hatten tolle Menschen an Bord und wir haben viele Freunde dazu gewonnen. Wir haben tolle Locations entdeckt. Wir haben entdeckt, dass Madeira und São Miguel auf jeden Fall mehr Zeit bedarf als einfach nur eine Woche Zwischenaufenthalt. Das ist also eine Destination, auf die wir auf jeden Fall nochmal wieder zurückkehren werden. Es sind wunderbare Inseln mit wunderbarer Landschaft und ja, ganz nebenbei auch wunderbaren Menschen. Wir haben die Inselportugiesen als unglaublich gastfreundlich, unglaublich freundlich, sehr, sehr nett und sehr zugewandt entdeckt. Und das ist, wenn ich ganz ehrlich sein darf, ein bisschen ein Kontrast zum andalusischen Spanier, der doch eher reserviert und, ich setze es mal in Anführungszeichen, eher stolz wirkt. Aber das nur am Rande. Ja, das war unser Sommer dieses Jahr. Ich werde dazu vielleicht in einem weiteren Podcast noch ein bisschen mehr drüber verlieren und vielleicht ein bisschen was davon erzählen, was wir so erlebt haben bei unserem Atlantik-Sommerturn. Der diente natürlich in der Hauptsache dem Meilensammeln, denn dazu gab es einen guten Grund, dazu komme ich aber gleich noch. Es gibt nämlich noch einen weiteren Grund dafür, dass ich nicht zum Podcasten komme, denn im Anfang des Jahres haben wir bei Makani dann doch am Rumpf einige Bläschen gefunden, festgestellt, dass das möglicherweise auf eine Osmose hindeutet. Das ist etwas, was uns von Fans der Marke, also Fans der Werft Amel, fast nicht geglaubt wurde. Das ist eher ungewöhnlich, dass eine Amel mit Osmose Schwierigkeiten hat, aber seien wir ehrlich, wir reden von einem Schiff, das mittlerweile fast 30 Jahre alt ist. Also wir haben Makani ist Baujahr 89, das heißt 2019 wird sie 30 Jahre alt. Und ja, vor 30 Jahren war der GfK-Bau noch nicht so weit, wie er heute ist. Das heißt zum einen, er wurde zwar auch dicker gebaut, allerdings wurde er auch auf eine andere Art und Weise gebaut und die Schichten wurden anders aufgebaut, was dann dazu führt, dass bei Makani eben auch eine gewisse Undichtigkeit in der äußeren Schicht quasi entsteht. So, deswegen hatten wir uns dieses Jahr dazu entschlossen, dass wir im Herbst Makani auf Land legen, also in die Werft fahren und sie mal rausheben lassen und dann uns die Osmose mal genauer anschauen, schauen, wie tief diese Osmose wirklich geht, wie dramatisch dieser Schaden wirklich ist und dann auch ja, entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Deswegen sind wir also im Spätsommer dann von Almerimar aus gestartet mit dem ursprünglichen Ziel nach Valencia. Dort sind wir auch angekommen und wollten sie ursprünglich in Valencia auch dann in die Werft geben, hatten da auch schon ja, gewisse Vorkehrungen getroffen, hatten da auch schon Gespräche geführt. Und als wir dann in Valencia vor Ort waren, stellte sich aber irgendwie heraus, ja, ich weiß nicht, ob du das vielleicht nachvollziehen kannst, aber das Bauchgefühl war irgendwie ein schlechtes. Wir wurden auch irgendwie, etwas komisch behandelt. Und deswegen haben wir uns
ganz kurz dazu entschlossen, jetzt dann doch wieder zurückzufahren, ein Stück des Weges und nach Cartagena. Das liegt etwa in der Mitte zwischen Almerima und Valencia. Und dort haben wir Bekanntschaft gemacht mit Bernhard, ein Bootsgutachter, der momentan auch in Cartagena auf seinem Katamaran lebt, mit seiner Frau zusammen und uns schon sehr begeistert von der Werft in Cartagena berichtet hat. Und gepaart mit dem, was wir in Valencia erlebt haben, haben wir uns dann kurz dazu entschlossen, eben jetzt über Nacht mal schnell einen Nachtturn einzulegen und dann in einem Stück durchzurutschen bis nach Cartagena. Jetzt liegt Makani jedenfalls in Cartagena an Land. Und es ist momentan kein schöner Anblick, denn sie ist mittlerweile sandgestrahlt. Es hat sich also herausgestellt, dass die Osmose am Rumpf doch so ist, dass man sie jetzt auf jeden Fall, dass es nicht reicht, sie einfach abtrocknen zu lassen und dann wieder neu mit Antifouling zu versehen und dann wieder reinzulassen, sondern die schadhafte Schicht muss auf jeden Fall ausgetauscht werden. Das ist jetzt angegangen, das heißt, der Gelcoat ist jetzt mit Sandstrahlen, abgestrahlt und sie steht jetzt quasi nackt und verletzlich, möchte ich es sagen, an Land und wartet darauf, dass die äußere Schicht wieder neu aufgebaut wird. Das ist ein komplexes System aus verschiedenen Produkten, die da schichtweise aufgetragen werden und wir sind froh, dass wir Bernhard jetzt gerade da vor Ort haben. Und er uns so ein bisschen beraten kann und auch die Arbeiten in Cartagena während unserer Abwesenheit betreuen kann. Er kann auch die Feuchte des Rumpfes messen, was auch sehr, sehr wichtig ist, denn es macht natürlich erst Sinn, den Rumpf neu aufzubauen, zu beschichten und wasserdicht zu machen, wenn das Wasser eben raus ist. Und deswegen steht sie jetzt eben da und trocknet, wird regelmäßig mit Süßwasser abgespült, damit das Salzwasser eben aus dem GFK restlos verschwindet. Und sie wird regelmäßig gemessen, die Feuchtigkeit wird gemessen und wenn sie richtig trocken ist und wenn die Temperaturen auch entsprechend sind, dass man den Neuaufbau beginnen kann, erst dann wird der Neuaufbau auch durchgeführt. Ja, das heißt, wir rechnen jetzt erstmal im Moment damit, dass wir sie wahrscheinlich noch bis April an Land haben werden und dass sie dann endlich wieder ins Wasser kommt und wir dann endlich unseren Turn starten können, denn im nächsten Jahr soll es quer durchs Mittelmeer gehen. Wir wollen also mit Makani einmal quer durchs Mittelmeer. Endziel ist Griechenland, / Zypern. Das steht noch nicht so ganz fest. Das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie sich der Veranstaltungskalender dieses Jahr bei uns so gestaltet. Jedenfalls schon mal so ein kleiner Reminder für dich, wenn du Lust hast, dieses Jahr mit den Glückspiraten quer durchs Mittelmeer zu fahren. Ankerbuchten, Marinas, schöne Gegenden und das Ganze eben auf einem Schiff, was man nicht unbedingt in jedem Charterkatalog findet, dann trag dich am besten in unseren Newsletter ein, denn da erfährst du es als Erster, wann und wie unser Turnplan aussieht, wann wir wo sein wollen und wo du dann auch die Gelegenheit hast, mal bei uns an Bord mitzufahren und Makani mal in Fahrt kennenzulernen. Eine Sache habe ich noch vergessen, die für den zeitlichen Aufschub des Podcasts gesorgt hat, denn ich war letztes Jahr im Oktober das erste Mal in Österreich. Jetzt, was macht ein Segler in Österreich? Ja, es wird einen möglicherweise wundern, aber ein Segler in Österreich macht die Ausbildung zum Royal Yachtmaster. Der Clemens Stecher von der MCO Sailing Academy hat seinen Schulungsort für die Theorieausbildung in Stams in Österreich. Und dort war ich letztes Jahr im Oktober und dann im Dezember nochmals für zwei Wochenenden, habe dort die Theorieausbildung zum Yachtmaster absolviert. Naja, und dieses Jahr im November war es dann soweit. Dieses Jahr im November stand also die Praxisprüfung an und ich war also zwei Wochen lang im Solent, im Süden Englands, quasi nördlich der Isle of Wight, in dem Kanal, der zwischen der Isle of Wight und dem englischen Festland liegt. Liegt der Solent, ein wahnsinnig spannendes, sehr, sehr schönes Segelrevier, von dem ich mir vorgenommen habe, es auch noch einmal auf eigenem Rumpf zu erkunden, denn
nicht nur, dass das Segelrevier durch seine Gezeiten, durch seine Strömungen, durch die anderen Dynamiken, die durch Hoch- und Niedrigwasser entstehen, unglaublich interessant ist. Nein, es gibt auch zum Beispiel Flussarme, die natürlich auch immer nur jeweils zur richtigen Wasserhöhe passierbar sind. Aber wenn man mal drin ist, gibt es dort Ankerbojen und wir haben uns ein paar dieser Orte schon angeschaut. Und wenn ich mir vorstelle, dass man im englischen Sommer an so einer Ankerboje morgens dann den Niedergang hochkommt und diese wunderbare Natur, die dann im Prinzip dann doch relativ nah zu dem industriellen Southampton und der Umgebung anschließt und diese Schifffahrtstradition, die da in jeder Pore dieses Landes mit schwingt, das finde ich ein ganz reizvoller Gedanke und deswegen plane ich also auch durchaus mal eine Verlegung von Makani vom Mittelmeer nach Norden. Möglicherweise ein Rundturn um England. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Das möchte ich dann möglicherweise dann in den kommenden Jahren machen. Dieses Jahr geht es erstmal durchs Mittelmeer. Kurz zur Yachtmaster-Ausbildung. Also diese Ausbildung dauerte 2 Wochen. Am Ende der Ausbildung war auch gleich die Prüfung. Die Prüfung, das kann ich jetzt auch verraten, war erfolgreich. Das heißt, mir wird jetzt die große Ehre zuteil. Ich darf den Titel Royal Yachtmaster Offshore tragen. Das ist eine Sache, die ich, also ich bin so ein kleines bisschen stolz darauf, dass ich das geschafft habe, nach effektiv letztendlich 3 Jahren, die ich mich mit dem Segeln beschäftige, ist das so ein bisschen ein Ritterschlag und wir hatten eine echt intensive Zeit, zum einen in den 2 Wochen der Ausbildung und aber auch dann in den 2 Tagen, die der Prüfer dann an Bord war. Auch dazu plane ich eine weitere Podcast-Episode, wo ich ein bisschen mehr ins Detail gehe, das ist auf jeden Fall eine Sache, die, also ich bereue nicht, dass ich den Yachtmaster-Schein gewählt habe und mich von dem deutschen Sportseeschifferschein ein Stück weit distanziert habe. Da geht's, das ist natürlich eine Einstellungssache. Ich habe festgestellt für mich, dass das deutsche Prüfungs- und Ausbildungssystem sehr, sehr theoriebasiert ist und das Englische dahingegen eher darauf abzielt, den Skipper in seiner Gesamtheit zu betrachten, auch das praktische Handling mit der Crew und auch die anderen Skills, die eben notwendig sind, um eine Crew vertrauensvoll und zuverlässig über den Turn zu bringen, das spielt da eine ganz andere Rolle. Aber dazu mehr in einem weiteren Podcast. Wir wollen jetzt dann endlich mal zum Thema kommen, denn heute ist bei uns im Podcast zu Gast der Martin. Martin hat den YouTube-Kanal M Jumbo und den kennen wir schon ganz lange. Wir haben alle seine Videos gesehen und wir haben in der Tat dieses Interview, das jetzt gleich folgt, aufgenommen im Mai diesen Jahres. Und ich bin jetzt erst, also Ende November, Anfang Dezember dazu gekommen, die ganzen Audiodaten zusammenzufassen. Ich musste noch ein bisschen schneiden. Und das hat ein wenig gedauert und jetzt mittlerweile ist alles fertig und ich kann den Podcast veröffentlichen. Die Videos kommen dann doch nach wie vor von Martin. Ganz klare Empfehlung, schau dir mal an auf YouTube M Jumbo. Das erfährst du aber gleich noch im nachfolgenden Podcast. Und ich höre jetzt mal auf zu sammeln und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Interview mit Martin. Wer speziell im Winter auf der Suche nach schönen Segelvideos ist, der kommt im Prinzip an ihm nicht mehr vorbei. Heute dürfen wir ihn glücklicherweise im Interview begrüßen. Ich bin sehr, sehr froh, dass er bei uns ist. Hallo, lieber Martin. Ja, hallo Erik, ich freue mich, bei euch zu sein. Ja, wir freuen uns auch ganz arg. Wir kennen all deine Videos und haben die auch schon geschaut, als wir noch mit unserer kleinen Makani unterwegs waren. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn ein neuer Video von dir online geht und gerade die letzten Videos, da bist du mit teilweise alleine und teilweise mit Begleitung durch die Biskaya gefahren. Super interessant, super schöne Videos, tolle Bilder und so sind wir auch auf dich gekommen über deine Videos und Babsi kam auf die Idee, Mensch, dann schreiben wir dich doch mal an und guck mal, ob er vielleicht Lust hat für ein Video. Und heute sind wir hier. Ja, prima. Also ich freue mich total, dass euch meine Videos da gefallen und versuche auch
alle anderen immer so mit auf die Reise zu nehmen. Und ja, das scheint mir bei dem einen oder anderen zu gelingen. Das freut mich immer sehr. Ja, doch, das freut uns auch immer, wenn da was Neues aufpoppt. Bevor wir so richtig ins Interview einsteigen, stell dich doch mal kurz vor, wer ist der Martin privat? Wie ist er zum Segeln gekommen? Und ja, was macht er so mit seinem Schiff? Ja, also mein Künstlername ist ja M. Jumbo. Mhm. Ist auch eingetragen mittlerweile. Vorname ist Martin. Ist es so, dass der denn auch im Personalausweis steht? Nee, im Personalausweis ist er nicht, aber ist beim Deutschen Patentamt ist er eingetragen. Tatsächlich. Das habe ich jetzt vor kurzem gemacht. Ja, weil der Kanal einfach so wahnsinnig schnell wächst und ich einfach auch den Kanalnamen gerne geschützt haben wollte. Okay, ja, klar. Ja, ja. Ansonsten, ich bin 54 Jahre alt, geschieden, habe drei eigene Kinder, bin mit meiner Lebenspartnerin Anke zusammen und haben dann auch noch die beiden Patchwork-Kinder. Ja, wie bin ich zum Segeln gekommen? Also das war schon seit längerer Zeit eigentlich ein Traum von mir und hatte mich so vor 20 Jahren eigentlich auch schon mal entschlossen, mir ein Boot zu kaufen, hatte mich da auch schon mal umgeschaut und wollte eigentlich immer mal die Segelscheine machen. Und ich glaube, mir ist das da so gegangen wie vielen anderen. Irgendwas kommt immer dazwischen, entweder hat man beruflich zu viel um die Ohren oder privat. Und dann habe ich 2012, habe ich dann so meinen persönlichen Knoten durchgehackt und habe den Sportbootführerschein See und bin unter Motor gemacht. Das war jetzt relativ einfach, das war so eine Prüfung im Essener Innenhafen, die praktische. Ja, dann hatte ich diese beiden Scheine. Dann waren wir im gleichen Jahr, im Oktober nochmal in der Türkei, für eine Woche segeln mit Freunden. Ja, das war mehr eine Fahrt unter Maschine, weil wir keinen Wind hatten. War aber trotzdem schön, aber trotzdem, man freut sich natürlich, wenn man gerade die Scheine gemacht hat, freut man sich natürlich eigentlich auch aufs Segeln. Na klar, ja, man möchte ja segeln mit seinem Boot, ne? Gerade wenn man ein Segelboot gechartert hat. Genau. Ja, war eine schöne Woche, hat uns Spaß gemacht. Ja, und dann waren wir Pfingsten 2013 in Wockum, das machen wir so jedes Jahr, mit Freunden auf dem Campingplatz dort. Da hatten wir uns für einen Tag so eine kleine Schaluppe gemietet, die ist etwa 7 Meter lang gewesen. Und dann sind wir damit über die Hegermar gefahren und danach war vorbei. Da haben wir gesagt, jetzt ist hier Schluss, jetzt wird hier nicht mehr nur vom Segeln geträumt, jetzt kaufen wir uns ein Boot. Jetzt hatte ich natürlich für Binnengewässer nur den Motorschein und hatte mich dann am Anfang erstmal so für Motorboote interessiert. Wir wollten so eine kleine Bavaria 27 oder 28, dafür hatten wir uns interessiert, die wollten wir vielleicht kaufen. Sind nach Leverkusen runtergefahren, dann war ich oben Timmendorfer Strand, war einmal in Gütersloh, hatte einen Agenten, der sich dann da europaweit umschaute. Mhm. Und dann waren wir Anfang Juni, waren wir auf dem Geburtstag und da waren alle unsere Freunde und die sind alle Segler. Die fanden das jetzt gar nicht gut, dass ich mir jetzt hier ein Motorboot kaufen wollte. Und die haben den ganzen Abend auf uns eingeredet und bis dann einer sagte, ja Martin, den Segelschein BIN in Holland brauchst du den gar nicht. Ja, und dann hatten sie mich also rum. Da habe ich gesagt, okay, dann, ich sag mal, ich habe ja sowieso vor, noch den SKS zu machen und den so Segelschein ist. BIN. Mhm. Ja, komm, dann schwenken wir jetzt um und kaufen ein Segelboot. Bin ich ganz froh drüber im Nachhinein, dass die uns da umgestimmt haben, denn so einfach ist es ja auch nicht, ein Boot zu kaufen und zu verkaufen. Ja, und dann habe ich dann angefangen, mich für Segelboote zu interessieren und habe da geschaut. Jetzt muss ich sagen, ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung von Segelbooten und hatte unheimliches Glück, dass ich da super beraten wurde von unseren Freunden, worauf es da ankommt, welche Spezifikationen. Und ja, dann bin ich rumgefahren und hatte die Jumbo eigentlich schon relativ früh, so Ende Juni, entdeckt und hatte mir die angeschaut, aber ich fand sie zu teuer. Hat mir vom Preis nicht so zugesagt. So hatte so alles gehabt, was ich mir so vorgestellt habe. Teakdeck, Rollgroß wollte ich damals haben. Klar, das ist natürlich eine Philosophiefrage. Die Segler, die alle Lattengroß bevorzugen, werden jetzt hier aufschreien. Aber ich schätze es heute noch, das Rollgroß. Aber das, wie gesagt, da gibt es zwei Lager und die teilen sich, glaube ich, so 50-50 auf. Du, ich gehöre auch zu den Verfechtern vom Rollgroß. Ich finde das auch großartig. Wir haben auf der Großen jetzt auch das Rollgroß und wenn man das richtig handhabt, dann ist das wirklich eine super komfortable Geschichte. Kann ich also nur bestätigen. Ja, zumal wir auch in der Regel bei anspruchsvollerem Wetter unterwegs sind. Mhm. Und da ist es einfach auch praktisch, wenn du die Segelfläche so stufenlos verkleinern kannst. Da kommt es also nicht mehr auf Segelperformance im Schwachwindbereich an. Da hängen mich natürlich alle
Lattengroßsegler hängen mich da ab. Wahrscheinlich in der Regatta könnte ich auch nicht mithalten. Aber da kommt es mir ja gar nicht drauf an. Ne? Es geht ja erstmal darum, dass man auch bei schwererem Wetter unterwegs sein kann. Ne? Genau. Ja. Wobei, wir bekommen ja jetzt auch gerade für die Makani neue Segel. Und wir sind da also bei Elfström gelandet. Und der Jochen Reimer, unser Berater, hat uns also angeraten, für das Groß auch ein Lattengroß zu nehmen. Durchaus, obwohl wir einen Rollgroß haben. Und das funktioniert wohl sehr gut. Und jede Latte, wir bekommen also 4 Latten ins Groß rein. Und jede Latte ist auch gleichzeitig eine Reffstufe. Das finde ich eine ziemlich geniale Lösung. Und es ist eine gute Kombination von 2 hervorragenden Techniken. Und das heißt also, im Rollgroß habt ihr Latten drin? Ja. Das funktioniert sehr gut. Das funktioniert sehr gut. Und ich habe also auch mit anderen Amel-Seglern und Eignern gesprochen und die sind also auch sehr angetan davon. Es geht sogar eher leichter, das Groß einzurollen, weil es halt im unbelasteten Zustand sich schön gerade aufrichtet und es dann wunderbar einrollen kannst. Oh, das ist ja klasse. Doch. Sind da die Latten vertikal oder auch horizontal? Nee, die sind ja vertikal. Ah, vertikal. Die sind dann vertikal, aber du kannst halt auch oben eben noch so ein bisschen den Bogen noch so ein bisschen ausstellen vom Segel. Also kannst oben noch so ein bisschen Fläche gewinnen. Ja, das klingt ja wahnsinnig interessant. Ja, ich bin gespannt. Wir bekommen sie jetzt im Juni für unseren großen Atlantik-Turn. Dürfen wir sie schon übernehmen? Das haben wir jetzt gerade so geklärt und ich bin schon ganz gespannt, wie sie sich segeln lassen. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ja. Das klingt ja super. Ja, so als Anregung, weil du gerade schon von Latten Großseglern gesprochen hast. Also das ist durchaus eine Sache, die schon möglich ist. Also habe ich auch gerade eben erst erfahren durch Elfström, wie gesagt. Und tolle Sache. Ja, toll. Ja. Okay, aber ich habe dich gerade unterbrochen. Es tut mir leid. Ja, weil ich denke, genau. Die Jumbo hatte ich mir relativ früh angeschaut. Ja. War mir vom Preis her noch ein bisschen zu hoch. Ich sag mal, man möchte ja dann auch nicht über Preis kaufen, sondern möchte ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen. So, dann sind wir weiter rumgefahren, haben uns dann in Neustadt an der Ostsee haben wir uns was angeschaut. Dann nochmal in Sloten in Holland und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir waren. Die passten aber alle von der Spezifikation nicht so. Das heißt, da hätte ich unheimlich viel nachrüsten müssen und dann war doch die Jumbo hinterher vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, da war sie einfach die Beste. Und dann habe ich relativ spontan dann am 12. Juli den Kaufvertrag unterschrieben und ab 13. Juli war sie dann unsers. Und hast du dann auch direkt mitgenommen, ja? Ja, dann hatten wir noch ein Segelwochenende und dann hatten wir leider eine Türkei-Urlaubsreise eine Woche später gebucht, wo wir dann zu viert, Anko und mit den Kindern dann in die Türkei geflogen sind. Ja. Das war für mich natürlich der schlimmste Urlaub. Du sitzt dann in der Türkei. Hast du gerade eine Segeljacht gekauft. Genau. Und ich habe dann, glaube ich, so am zweiten Tag mal ganz vorsichtig gesagt, ich fliege vielleicht übermorgen nach Hause, falls ich einen Flug kriege. Habe aber den Gedanken, nachdem ich die Blicke dort geerntet habe, relativ schnell wieder eingestellt. Und habe mich tatsächlich durch diese 2 Wochen All-Inclusive Urlaub durchgequält. Mhm. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ja, das war anders geplant, ja. Ja, da war der Wunsch so groß, doch jetzt lieber die 2 Wochen zu segeln, weil Urlaub ja auch ein hohes Gut ist und ich, also seitdem ist sowieso vorbei mit All-Inclusive-Urlaub, das habe ich nie wieder gemacht danach. Ja, kann ich gut verstehen, ja, klar, wenn du jetzt natürlich das eigene Hotelzimmer in der Gegend rumkutschieren kannst, da braucht man kein All-Inclusive mehr. Ja. Ist ja auch kein Vergleich, ne? Nee, absolut. Ja, und dann hast du sie, wo hast du sie gekauft? Ich habe sie in Enkhausen gekauft und habe dann gleichzeitig den Liegeplatz noch mit übernehmen können. Ah. Ja, und da liegen wir heute noch. Ach, du bist Eco in Enkhausen geblieben, ja. In Enkhausen. Ja, das kann ich gut verstehen. Holland ist auch wirklich ein ganz schönes Segelrevier. Aufs Eiselmeer ist irgendwie so greifbar, sage ich mal. Du hast immer so kurze Etappen. Und du kannst aber auch mal auf die Nordsee raus. Ja? Also so gerade für Wochenend-Turns ist das eine wunderbare Geschichte. Ja, absolut. Und wir haben jetzt Glück, dass Anke am Niederrhein wohnt in Hamminkeln. Mhm. Und da fahren wir dann am Freitagabend, fahren wir 2 Stunden rüber. Da sind wir so um 6 Uhr in der Regel los und sind um 20 Uhr da. Und dann schmeißt du schnell deine Sachen an Bord, gehst irgendwo noch eine Kleinigkeit essen. Ja, wie du gerade schon sagtest, die Ziele sind alle relativ dicht beieinander. Du hast also keine 40, 50 Seemeilenschläge oder 30 Seemeilen. Mhm. Kannst du auch machen. Amsterdam zum Beispiel sind es 28 Seemeilen, ab Marco Brauch sind es 25.
Aber wenn du so nach Lemmer fährst, dann sind das von uns aus so 16, 17 Seemeilen. Nach Hindeloben, glaube ich, so 20, Vorkommen, 20. Also bewegt sich alles irgendwie so um die 20, 25 Seemeilen. Und das kannst du ganz gut so in 4-5 Stunden schaffen, je nachdem, genau, wie der Wind ist. Ja, und dann machen wir da den Samstagabend, fahren sonntags zurück und sind Sonntagabend dann wieder zu Hause. So haben wir das am Anfang gemacht. Mhm. Und dann sind die Turns irgendwie länger geworden, ne? Ja, dann sind sie länger geworden. Dann haben wir das erste Mal, haben wir dann einen kleinen Turn auf die Nordsee rausgemacht. Das war schon ziemlich spannend. Und dann sind wir raus nach Helgoland gefahren. Das war der absolute Wahnsinn. Und das ist ein völlig anderes Gefühl, wenn du auf einmal auf der Nordsee bist. Auf dem Eismeer sind die Wellen relativ kurz, aufgrund der Wassertiefe. Da hast du im Mittel, glaube ich, so 3-4 Meter Wassertiefe. Und da können sich längere, größere Wellen nicht aufbauen. Wenn es da mal richtig bläst, dann hat man eine relativ kurze und steile Welle. Mhm. Ja, und wenn du dann auf der Nordsee bist, völlig anderes Gefühl. Zumindest so am Anfang hat man das so empfunden. Da waren lange Wellen, die einen so leicht hoch und runter gehoben haben. Aber das war ein ganz anderes Gefühl. Das war schon extrem spannend. Das fühlt sich schon wieder so mehr nach Meer an, ne? Ja gut, ich sag mal, was wir heute segeln, ist natürlich dann noch weiter. Wir haben es aber immer so ein bisschen rangetastet. Wir haben dann diesen Turn Helgoland und zurück gemacht, dann Lauwers-Oog haben wir gemacht. Da sind wir einmal über den englischen Kanal gefahren und haben eigentlich so unseren Horizont immer mehr erweitert. Das Jahr drauf sind wir dann nach Sylt gefahren, hin und zurück von Lauwers-Oog aus. Ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, das geht alles gut und jetzt hast du das Schiff auch gut getestet, hat alles immer super mitgemacht. Ja, und dann bin ich einhand aufgefahren von Enkhausen über die Nordsee durch Skagerrak nach Skagen, dann von Skagen aus runter durchs Kattegat, dann sind wir die Ostsee entlang gesegelt und anschließend wieder zurück nach Enkhausen. Das ist auch schon ein ganz schöner Turn, ne? Das kommt einiges an Seemeilen zusammen, ne? Ja, ich weiß gar nicht genau, wie viel das waren, aber ich meine, das war auch so, die ganze Runde waren 1200 Seemeilen, so über einen dicken Daumen, schätze ich mal. Schön. Ja. Konntest du denn Jumbo direkt so übernehmen oder hast du sie noch umgebaut? Groß umgebaut habe ich sie nicht. Also die passte schon sehr gut. Wir haben natürlich ein paar Kleinigkeiten gemacht, das ist klar. Also das Erste, was wir eingebaut haben, war der Spannungswandler. Wir wollten unbedingt 220 Volt haben, dass wir unterwegs mal irgendwo, wenn wir ankommen, mal einen Kaffee trinken können oder Espresso. Das ist oftmals das erste Argument genau für einen Spannungswandler, für so einen Wechselrichter, weil man Kaffee kochen will an Bord. Habe ich schon ganz oft gehört. Aber ist nachvollziehbar, ich bin auch ein Kaffee-Junkie. Ich freue mich auch immer über einen schönen Kaffee. Ja, mittlerweile geht es gar nicht mehr anders. Ich reise ja dann auch mit der Filmausrüstung und habe ich den Laptop dabei, dann habe ich die Kamera dabei und das sind alles Geräte, die am einfachsten über 220 Volt aufgeladen werden. Ja. Also ich bin da vom Spannungswandler bin ich komplett abhängig. Also ohne den geht es. Ich habe auch einen zweiten in Reserve liegen. Also falls der eine mal kaputt geht, dann kann ich immer den zweiten da einschalten. Ja. Ja, ansonsten haben wir ausgetauscht noch die Matratzen. Da haben wir uns richtig gute gegönnt, auch mit dem Landenrost und so. Mhm. Und ich muss sagen, das Schlafgefühl auf der Jumbo ist unerreicht. Also ich schlafe nirgendwo besser als auf der Jumbo. Ja, vernünftige Matratzen gepaart mit einem sanften Hin- und Herwiegen, ne? Absolut. Ja, traumhaft. Ja, das ist toll. Ja, und die Salonpolster haben wir noch gemacht, aber ansonsten haben wir, so im ersten Jahr haben wir eigentlich nichts weiter gemacht. Das hat alles schon so gut gepasst. Mhm. Okay. Ja, und dann irgendwann kamst du dann auf die Idee, mal eine Kamera mitlaufen zu lassen, ne? Ja, das habe ich schon relativ früh gemacht. Also ich filme eigentlich schon seitdem ich weiß gar nicht, wann ich da mal angefangen habe, 18 oder 19. Fotografieren fand ich auch immer toll. Das haben wir gemacht, als wir früher mit den Eltern in den Urlaub gefahren sind. Aber ich habe immer die laufenden Bilder, die man selber produziert, die haben mich immer unheimlich fasziniert und hatte damals mit einer SVS-Kamera angefangen und hatte da auch so kleine Reiseberichte dann gefilmt, sind wir mal nach Berlin gefahren und habe dann auch später dann Familienfeiern und so kleine, aber es waren immer so kleinere Filme. Auch mal Urlaubsreisen habe ich dann dokumentiert. Ja, und dann hatte ich die Jumbo ja im ersten Jahr und war ja noch in der Phase, wo ich alles ausprobieren wollte.
Und da wollte ich doch mal sehen, wie sie sich denn so bei Starkwind verhält. Und dann bin ich rausgefahren auf der Rückseite des Tiefs, also die Windstärke sollte dann eher abnehmen und bin dann auch so bei Windstärke 8 bis 9 dann raus gewesen und habe das auch gefilmt. Habe da einen kleinen Film rausgemacht, ich weiß gar nicht, wie lange er war, ich glaube so 7 Minuten. Und habe den dann zu Hause gezeigt und dann meinte der Mats, der Sohn meiner Lebenspartnerin, auch stell doch mal auf YouTube ein. Wie sag ich, nee, wie geht das denn? Muss ich mir erst mal zeigen, ne? Ja, dann haben wir gezeigt, wie man da hinkommt und dann standen wir vor der ersten kleinen Hürde. Ja, dann müssen wir erstmal einen Kanal haben. Doch. Ja, gut, dann brauchst du natürlich auch einen Namen für den Kanal. Mhm. Und dann habe ich erstmal Jumbo eingegeben. Jetzt ist Jumbo natürlich Kiswahili und heißt da Hallo oder Guten Tag und der Name war natürlich nicht mehr frei. Und dann haben wir ein bisschen hinterher überlegt und dann habe ich M genommen, M für Martin und Jumbo für die Jumbo und das ist dann die Kombination und der Name war möglich und den haben wir dann eingestellt. Das war so eine 2-3-Minuten-Entscheidung, da haben wir nicht groß überlegt und so ist der Name da entstanden. Da haben wir jetzt keinen großen Denkprozess für benötigt, das ist so ein Zufallsname. Und so kommst du zu einem Künstlernamen, ne? Ja, genau. Und dann nach ein paar Monaten waren da ein paar hundert Klicks. Auch ein paar Kommentare schon so, die ersten, die habe ich dann auch irgendwie nach 3 Monaten mal beantwortet. Ja, und dann sind wir im Mai darauf, im folgenden Jahr, 2014, haben wir dann die erste Tour Richtung Helgoland gemacht. Und ja, da habe ich natürlich dann auch gefilmt, auch mit relativ einfachen Mitteln damals noch. Und habe dann auch festgestellt, dass mit der Tonausstattung oder mit der Mikrofonausstattung die Nachbearbeitung unheimlich intensiv war. Wenn du mit einer normalen Kamera dann im Wind bist und beim Segeln hast du Gott sei Dank immer Wind, außer wenn du Motor hast, dann hast du auch den Fahrtwind. Und das war unheimlich viel Nachbearbeitung. Aber der Film gefällt uns heute noch. Der war schön, das war so unsere erste größere Tour auf die Nordsee raus. Dann haben wir den zweiten Film gemacht. Da sind wir nach Lowestoft in England gefahren. Da waren wir im englischen Kanal. Haben wir dann gekreuzt, auch während der Nacht. Da haben wir auch mal gemerkt, wie schwierig das ist, so in der Nacht so andere Schiffe auszumachen und abzuschätzen, wie die Entfernung ist. Und da ist bei mir der Gedanke gefallen, oder die Entscheidung gefallen, du brauchst unbedingt AIS. Also du brauchst eine elektronische Hilfe. Wenn du das später mal auf längeren Fahrten machst, dann brauchst du AIS, ein aktives AIS, also mit Sender, also ein AIS-Transponder. Und so habe ich eigentlich auf jeder Fahrt immer ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt, ein Stückchen mehr. Dann bin ich alleine dann in 2016 über die Nordsee gesegelt, bis Skagen in 3,5 Tagen. Hatte ich natürlich schon mein AIS mit an Bord. Und dann von Skagen runter Kattegat, das war ein wunderschöner Turn. Leider kein glückliches Ende. Mir ist dann in der Nähe von Rostock ist mir die Ruderanlage ausgefallen. Was ist da passiert? Ja, da hat sich hinten am Ruderschaft die Verbindung zwischen Steuerarm und Ruderschaft gelöst. Das ist dort verschraubt. Ja. Und dort waren die Schrauben wohl festgefressen. Die waren also scheinbar fest, aber dann nicht lose. Und ich hatte vorher eine super Fahrt gehabt. Ich war mit 8 Knoten Fahrt durchs Wasser unterwegs, hatte richtig viel Tuch gesetzt und hatte so viel Spaß. Bloß die Belastung war dann wohl das kleine bisschen zu viel und da ist die Verbindung zwischen dem Steuerabend und Ruderschaft ist dann verloren gegangen, der ist also runtergefallen. Und ich habe es auch mit Bordmitteln zum damaligen Zeitpunkt nicht hinbekommen, das irgendwie wieder zu reparieren. Hatte mich dann ganz normal mit meinem Pampanruf gemeldet und hatte dann relativ schnell den dänischen Rettungsdienst mit dran. Und dann hat sich aber auch relativ schnell dann auch Bremen Rescue gemeldet und habe mit denen dann die Sachlage besprochen. War jetzt etwa so 12 Seemeilen von der Ostseeküste, von der deutschen Ostseeküste entfernt. Okay. Trieb da so mit 2,5 Knoten drauf zu. Also konnte ich mir ausrechnen, habe noch ein bisschen Zeit, hier was zu machen und vielleicht selber noch flott zu kommen. Ich habe noch 2 Stunden alles versucht. Hatte auch mein Notruder mit installiert, diese Notpinne. Mhm. Und muss ich sagen, die Konstrukteure haben sich da was ausgedacht, was ja vielleicht für Flaute funktioniert. Aber ich hatte 2,5 Meter Wellengang, hatte Windstärke 5 in Böen 6. Und da hältst du das Ding nicht, zumal es auch gar nicht richtig gelagert ist. Hab das mittlerweile auch überarbeitet, habe mir so
Halterung da gebaut, wo ich das Notruder dann zweifach lagern kann, damit die Kräfte auch übertragen werden. Also es war völlig unbrauchbar. Ja, und da musste ich tatsächlich schweren Herzens dann Bream Rescue sagen, ja, wenn ihr jemand habt, der mich da abholen kann. Wäre echt nett. Das wäre dankbar. Ja, und dann kam Search and Rescue, kamen die mit der, was war das, die Arkona, genau, der Seenotrettungskreuzer Arkona kam dann. Auch die waren total nett, die haben mich dann an einen Haken genommen, riss nur einmal die Leine zwischendurch. Und dann war, glaube ich, irgendwie in 4 Stunden oder so sind wir dann nach Rostock dann gefahren. Ja, und dann lagen wir da in Rostock. War natürlich der Urlaubstour noch nicht zu Ende, sondern war eigentlich so mittendrin. Und ich muss aber auch sagen, Anke im Backoffice hat sich da super bemüht. Die hatte sofort einen Techniker an der Hand. Die hatte mir dann die Marina dort gesucht, die auch gleichzeitig eine Krananlage hatte. Und hatte am nächsten Tag dann schon den Techniker an Bord. Und der hat das tatsächlich dann in einer Woche hingekriegt. Der wollte selber in Urlaub eine Woche später. Und das hat er alles repariert. Und so, dass wir dann 2 Wochen später wieder weitersegeln konnten. Wow, das ist natürlich klasse. Ja, ich mache das nämlich mit meinen Turns immer so. Das sind ja in der Regel sind das Turns, die zwischen 4 und 6 Wochen in Anspruch nehmen. Ich kriege aber keine 6 Wochen Urlaub an einem Stück und habe das in dem Jahr so gemacht, dass ich also in zwei Wochen hin, waren das zwei? Genau, 2 Wochen hingesegelt bin, dann wieder 2 Wochen arbeiten musste und dann mit Anke 2 Wochen an der Ostseeküste gesegelt bin und dann mit der Männercrew 1 Woche zurück. Also im Prinzip waren das 2 Wochen hin, 2 Wochen dort liegen und dann 3 Wochen wieder zurück. Ja, das Konzept mache ich ja heute noch. Das habe ich ja im letzten Jahr auch gemacht mit der Biscay-Überquerung, mit dem Segeln in Nordspanien. Und das hat sich bei mir gut bewährt. Ja, das ist eine vernünftige Aufteilung. Vor allem hast du auch zwischendurch, wie du jetzt auf Rügen auch gemerkt hast, einfach mal Zeit, um ja, eventuelle Schäden zu reparieren oder einfach mal ja, 1-2 Tage Ruhe zu haben und vielleicht im Hafen bleiben zu können, um was auch immer zu erledigen oder auch mal Landausflüge zu machen. Ja klar, auf jeden Fall richtig. Ja. Wobei ich sagen muss, nach dem Erlebnis habe ich beide Ruderlager austauschen lassen im kommenden Winter, habe alles nochmal auf Herz und Nieren überprüft. Habe mich mit meinem Notruder da entsprechend vorbereitet, dass das im Notfall auch einsatzfähig ist. Denn auf der Biscaya, da ist keiner, der dich da abschleppen kann. Nur. Nee. Dann, wir kommen vielleicht raus, holen dich selbst, aber Schiff schleppt dir keiner ab. Du. Da musst du alleine klarkommen. Tja, genau. Und dann ist ja, es aber, wichtig, dass du gerade sowas wie eine Notpinne hast, die auch dann wirklich funktioniert. Das ist auf vielen Schiffen, auch gerade auf Charterbooten, die ich jetzt schon so entdeckt habe, ist es oftmals so, dass so eine Notpinne einfach nur, ja, die ist halt da, aber man geht nicht davon aus, dass man sie wirklich benutzt. Nee, das ist vollkommen richtig. Mhm. Und dann stehst du da im Notfall und es funktioniert nicht. Aber auch das hat mich auf eine gewisse Art und Weise geprägt oder ich habe die Erfahrung dort mitgenommen. Also ich bin wesentlich sensibler geworden für solche Dinge und überprüfe alles doppelt, dreifach und gehe nochmal auf Nummer sicher. Wie gesagt, beide Ruderlager wechseln lassen und sehe immer zu, dass alles im besten Zustand ist. Muss auch sagen, segel nicht mehr ganz so grenzwertig oder oberhalb der Grenze, habe ich ja teilweise da gesegelt. Ich scheue mich ja auch nicht vor schwerem Wetter, das mache ich eigentlich auch. Macht die Jumbo auch alles immer so toll mit. Also das ist total klasse. Aber ich setze nicht mehr ganz, ganz viel Tour. Ich segel schon ein bisschen konservativer. Denn das ist ja auch eine Kunst beim Segeln, dass man sein Material schont und auf Langfahrt, dann auch über die Runden kommt und nicht, ich sag mal, noch den letzten halben Knoten versucht rauszukitzeln. Sondern einfach dann ist man halt ein bisschen länger unterwegs, aber schont sein Schiff ein bisschen und kommt heile an. Ja, das ist so der Unterschied zwischen Fahrtensegler und Regattasegler. Ne? Der Regattasegler segelt möglicherweise dann doch noch mehr am Limit und beansprucht halt dadurch auch mehr das Material und der Fahrtensegler schont eben sein Material und möchte eben, dass das Schiff möglichst ohne Schaden heil wieder ankommt und dass man auch den Rückweg noch gesichert hat. Ja, genau. Ja. Ja, ist sicher richtig, ja. Ich bin da auch gerade am Experimentieren, muss ich sagen, auf der Makani haben wir jetzt gerade auf dem Turn nach Gibraltar unter Segeln einfach mal so ein bisschen experimentiert, wie kriegen wir es hin, dass sie möglicherweise komplett
glatt austariert ist, ohne dass wir groß Ruderdruck haben. Ja, also das war mit den bestehenden Windverhältnissen einfach, wir haben ja eine Catch und da kannst du schon so ein bisschen spielen, gucken, dass du den Ruderdruck so neutral hältst, dass du quasi, dass der Autopilot quasi fast nicht mehr arbeiten muss. Das ist schon eine spannende Geschichte, ja. Ja, da hast du vollkommen recht. Manchmal reicht auch Stützruder, wenn du die richtigen Verhältnisse hast. Also bei der Jumbo ist es so, wenn ich hart am Wind bin, bei einer bestimmten Windstärke, da reicht nur Stützruder. Mhm. Weil sie so luftgierig ist, sich dann so ein bisschen reinzieht und wenn sich ein bisschen in den Wind reinzieht, geht der Segeldruck zurück, dann richtet sich wieder ein bisschen mehr auf, kriegt ein bisschen mehr Segeldruck und so pendelt sich das dann hin und her. Da reicht aber das Stützruder. Hast du vollkommen recht? Ja. Ja, toll, wenn man sich so in so ein Boot so langsam so wenn man so zusammenwächst, ne? Ich finde es ein tolles Gefühl. Wenn man absolut, so sein Boot immer mehr kennenlernt und weiß, wie es reagiert und so und man immer mehr Wind auch mal ausprobiert und schaut, was kann das Boot? Das Boot kann das ja eigentlich alles, ne? Das wissen wir ja eigentlich, aber man muss es halt auch im Kopf irgendwie noch hinkriegen. Genau, du kennst die Theorie, aber du willst es auch ausprobieren. Und ich sage, ich habe jetzt in meinem Leben gar nicht so viele Boote gesegelt und mit Sicherheit auch nicht grenzfertig, aber ich glaube schon, dass jedes Boot irgendwo anders reagiert. Und mir war es eigentlich von Anfang an wichtig, dass ich mein Boot sehr, sehr gut kenne. Deswegen auch ganz am Anfang bei Windstärke 8 bis 9 rausgefahren, um mal zu sehen, wie das so geht. Und habe natürlich jetzt auf den Pfaden, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, teilweise dann auch schwere Verhältnisse vorgefunden. Ich glaube, das Heftigste, was wir jetzt gehabt haben beim letzten Jahr, als wir von Jersey aus Richtung Cherbourg gesegelt sind und sich da die See dann wirklich fürchterlich aufgebaut hat. Das waren also 5 Meter hohe Wellen teilweise, relativ steil. Da muss ich sagen, da habe ich einfach den Effekt unterschätzt, Strom gegen Welle. Das hat die Wellen da sehr steil aufgebaut. Und da sind wir teilweise dann, oder zweimal sind wir dort fast quergeschlagen auf 70 Grad Krängung. Das ist schon ein komisches Gefühl, wow, wenn auf einmal so die oberen Salonfenster unter Wasser sind. Da hat uns einfach eine Böe rumgerissen, quer zur Welle gestellt und ja, dann kam die nächste Welle und dann war die Jumbo so auf 70 Grad dann halt. Aber sie war super schnell wieder oben. Das habe ich da auch gesehen. Also ich sag mal, sie hat ein gutes Aufrichtmoment. Und das ist auch wichtig. Das musst du auch wissen. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht von ihrem Schiff, wie schnell sich das wieder aufrichtet. Denn du kannst es ja im Prinzip nicht täglich ausprobieren. Aber das war gut. Das hat mich auch nochmal so für die Balance sensibilisiert. Man muss schon zusehen, dass man den Schwerpunkt relativ niedrig hält, damit wirklich das Schiff sich schnell aufdreht. Wenn es sich langsam aufrichtet, hast du halt das Problem, die eine Welle schlägt dich halb auf die Seite, die nächste Welle kommt und dann bist du ganz im Wasser. Genau, ja. Das ist unheimlich wichtig. Ja, ja, genau. Deswegen möglichst das Boot schnell wieder aufrichten und möglichst wieder quer zur Welle, dass du die nächste vielleicht schon wieder normal abreiten kannst, sag ich mal. Ne? Genau. Ja. Ja, wichtig, genau. Wie bist du denn, also gerade wenn du bei solchen Wetterverhältnissen unterwegs bist und auch bei Starkwind, hast du die konventionelle Besegelung drauf oder hast du noch Starkwindsegel dabei? Nee, du, ich habe gar nicht so viel Segelmaterial an Bord. Ich habe also nur das. Also ich hab einen kompletten Segelsatz in Reserve an Bord, das sind aber identische Segel. Mhm. Ich habe vorne die Genua und habe, wie gesagt, das Rollgroß. Ich glaube, beim Rollgroß, ich sag mal, da hast du halt den Vorteil, du kannst es so klein machen, wie du es brauchst. Ja. Bei der Genua ist es natürlich so, je mehr du einrollst, desto dicker wird der Wulst vorne. Ja. Und da sagt man halt, das wäre, ich sag mal, jetzt nicht von Vorteil. Was ich natürlich auch habe, wenn ich bei 7 oder 8 war, dann ist der Holepunkt für die Genua so weit vorne, dass man es dann auch nicht mehr sauber getrimmt kriegt. Aber da habe ich auch schon eine Idee entwickelt. Also das habe ich mir letztes Mal auch angeguckt, im September, als wir da Richtung Cherbourg gefahren sind, sind wir auch dann mal hart am Wind gefahren und da hat es so geflattert. Aber das kann man noch mit so einer Zusatzrolle, kann man das nochmal lösen. Das würde ich beim nächsten Mal dann machen. Aber nee, ich habe, wie gesagt, ich habe also nur diese Standardsegel an Bord. Weiß nicht, ob es jetzt viel bringt, da nochmal eine kleinere Fock oder sowas dort aufzuziehen, das macht sein, das weiß ich nicht, aber ich sag mal, wir fahren bei solchen Windstärken, dann fahren wir dann auch so halb oder hart am Wind fahren wir auch mit 6,5 Knoten, also ich sag mal, finde die Geschwindigkeit in Ordnung. Ja klar, klingt ganz gut, ne?
Ja, muss man halt alles auch mal ausprobiert haben. Es geht natürlich, wenn man es einmal ausprobiert hat und man merkt, es hat funktioniert, dann kann man vielleicht beim nächsten Mal da mit einem besseren Gefühl reinstarten und kann einfach auch sich in solchen Extremsituationen immer ein bisschen mehr an sein Schiff rantasten. Mhm. Ja. Das ist schon richtig. So. Genau. Nee, wenn du mit der Standardbesegelung ja so klarkommst, auch bei so starken Verhältnissen, dann gibt es ja jetzt nicht unbedingt einen Grund, da noch irgendwelche Sondersegel noch mit dazu zu packen. Ja, nee, also, ich lass mich da auch gerne belehren. Also wenn es da Vorteile gibt, dann kleineres Vorsicht. Also beim Brustsegel sehe ich es nicht. Wie gesagt, ich sag mal, das rollt sich in den Mast rein, da hast du im Prinzip den gleichen Übergang zwischen Mast und Segel. Ja. Wie du ihn hast, wenn es komplett ausgefahren ist oder größer ist. Aber man sagt halt, dieser Wulst an der Genua, das mag sein, dass da der Effekt jetzt nachteilig ist, aber also ich komme klar. Genau, das ist die Hauptsache. Genau, ja. Wir sind beim Rügenturn stehen geblieben. Du bist ja irgendwann wieder nach Enkhausen zurückgekommen und dann sind die Ziele irgendwie größer geworden, ne? Rostock war das. Ah, Entschuldigung, Rostock, ja. 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 Genau. Und dann irgendwie jedes Jahr, also kann man so auch bei deinen Videos beobachten, irgendwie werden die Ziele immer anspruchsvoller und die reisen weiter und ja, bis zum letzten Jahr über die Biscaya und bis nach Nordspanien. Das war natürlich auch schon mal ein Knaller, ne? Ja, das war tatsächlich ein Knaller. Ja gut, das Ganze ist im Prinzip daraus entstanden, dass Anke mit dem Wetter an der Ostsee nicht so zufrieden war. Man muss ja auch zugute halten, wir waren letztes Jahr auf der Ostsee auch unterwegs und der letzte Sommer war einfach auf der Ostsee nicht so richtig sommerlich. Tja. Und es sollen ja alle Spaß am Segeln haben, also habe ich mir gedacht, so, was kannst du machen, um deiner Liebsten möglichst warmes Wetter zu bescheren? Tja. So, und da habe ich mir dann angeschaut, was kann man so machen, und da war jetzt Laconia, war glaube ich, weiß gar nicht, was war, ich glaube so 900 Seemeilen über den dicken Daumen oder 850 entfernt. Und dann mache ich unheimlich intensiv auch meine Turnplanung. Also ich setze mich dann hin und schaue, was kann man machen. Habe dann auch teilweise große Distanzen über den Tag geplant gehabt. Und dann habe ich mir ausgerechnet, ja, das kannst du tatsächlich in 12 Tagen bis La Coruña schaffen. Oder 13, ich weiß nicht, oder waren es 14. Also auf jeden Fall in 2 Wochen kann man es von Holland aus bis La Coruña schaffen. Ja, dann kann man es natürlich auch in 2 Wochen wieder zurückschaffen. Und in 2 Wochen wollen wir dort segeln. Und so ist es dann zustande gekommen, dass ich gesagt habe, 2 Wochen hinfahren, dann 2 Wochen wieder arbeiten, weil ich halt nicht so viel Urlaub an einem Stück nehmen kann. Ja. Dann 2 Wochen dort unten segeln, 2 Wochen wieder arbeiten und dann 2 Wochen zurück. Ich muss sagen, ich habe einen unheimlich netten Chef, der ist Australier und der hatte auch viel Verständnis für mich und hat mir das dann auch ermöglicht. Super. Jetzt wird sich natürlich der ein oder andere fragen, wie macht er das denn, wenn er normal arbeitet, dass er da 6 Wochen frei nehmen kann. Da muss ich zu sagen, wir haben glücklicherweise die Möglichkeit, jedes Jahr 12 Tage unbezahlten Urlaub zuzukaufen. So, dann habe ich 30 Tage normalen Urlaub, habe dann die 12 dabei, dann komme ich auf 42 Tage. Und dann kannst du, ich sag mal, für diesen Sommer, den wir letztes Jahr da gemacht haben, das waren 31 Arbeitstage, da kann man sowas darstellen. Das ist ja auch ein großzügiges Angebot, ne? Das ist super, das hat man auch nicht überall. Ja, das ist gut. Ist so ein bisschen aus der Not heraus entstanden, als es im Unternehmen nicht so gut ging. Mhm. Das haben wir für dieses Jahr noch und wenn wir es nächstes Jahr nicht anbieten, dann kämpfen wir aber für. Tja, aus gutem Grund, ja. Ja. Ja, und so ist das entstanden. Ich habe dann die Fahrt auch einhand geplant. Da lag meine erste Biscaya-Überquerung vor mir. Ich habe mir unheimlich viel angelesen, habe alles, was ich über Segeln, über die Biscaya finden konnte, im Internet habe ich gelesen. Habe mich mit allen Wetterverhältnissen so früh wie möglich vertraut gemacht, habe immer mal gecheckt, wie ist denn da so die Wetterlage und wie ziehen die Tiefs so durch und. Ich habe noch nie einen Turn so intensiv vorbereitet, wie jetzt diese Fahrt von Holland nach La Coruña. Gibt es eine Informationsquelle, die du, wo du sagst, die ist besonders wertvoll, gerade speziell für diese Region, die du empfehlen könntest? Also ich habe die Bücher von Imre habe ich sehr geschätzt. Mhm. Dann den Jimmy Connell, da kriegst du einige Informationen raus. Mhm. Und ansonsten habe ich versucht, irgendwo im Internet, ich
kann ja jetzt gar nicht genau sagen, auf welche Seite ich da gestoßen bin. Erstmal Turnberichte von anderen Seglern habe ich mir angeschaut und habe mir die durchgelesen. Dann jegliche Informationen über die Wellenverhältnisse dort. Die sind halt speziell auf der Biskaya. Dadurch, dass dort die Wassertiefe von 4000 Metern auf 150 Meter in einem relativ kurzen Abstand ansteigt. Diese Schelfkante, ne? Ja, genau, an der Schelfkante. Und ich habe es auch festgestellt. Habe es auch in dem Bereich, wo ich gesegelt bin, konntest du auch genau sehen, dass in dem Bereich an der 200-Meter-Linie, da wo es flacher war, unheimlich viele Wracks waren, darunter waren weniger. Und ich habe es also, als ich runtergefahren bin, habe ich es gemerkt, es war sehr holprig da oben, hatte dann auch Windstärke 7 gegen an, winst dann Motor, um so schnell wie möglich ins tiefe Wasser zu kommen. Habe es unten in Spanien, habe ich es so nicht festgestellt. Ist auch vielleicht ein bisschen logisch, da verläuft ja auch die Schelfkante von West nach Ost. Denn so oben in der Bretagne läuft sie ja mehr so von Nordwest nach Südost. Runter, ja. Das heißt, da ist also die gesamte Kraft des Atlantiks prallt dann dort drauf. Ja. Und da war es also beide Male auch, als wir dann zurückgefahren sind, da war es ein bisschen kabbelig. Ja, genau. Da kann man sich, kann man sich durchaus vorstellen, wenn du da im Sturm unterwegs bist oder bei Starkwind, dass du da Probleme haben kannst. Ja, klar. Die ist, gut, die Biskaya ist ja einfach auch berüchtigt. Ich meine, da an der spanischen Nordküste da oben, da ist es eher so, dass dann der Atlantik mehr so parallel dazu reinläuft. Dann hast du diese Wellenbilder vielleicht nicht so sehr. Ne? Aber oben natürlich, klar, da prallt das Wetter volle Kanne drauf. Das sieht man der Landschaften der Küste auch an. Und das merkst du am Meer natürlich auch. Mhm. Ne? Jetzt machst du ja deine Turns teilweise einhand. Gerade die Biskaya hast du, glaube ich, auch ein Stück an einhand gemacht. Teilweise hast du Begleiter dabei. Und teilweise fährst du auch mit Anke. Gibt es da ein Modell, was du besonders bevorzugst? Nee, ich mag die Mischung. Also ich finde das total toll, mit Anke zu segeln oder auch mit den Männern zu fahren und auch alleine. Also meine Einhandturns möchte ich auf keinen Fall aufgeben, aber genauso wenig die anderen. Also das für mich macht das die Mischung aus. Ich schätze das unheimlich. Alleine mit dem Schiff unterwegs zu sein, das ist halt immer eine ganz besondere Erfahrung, insbesondere wenn du mehrere Tage so allein auf See bist, das ist eine unheimliche Verbindung, die man dann auch zum Schiff entwickelt. Ja. Und also Djamo und ich, wir haben uns auch im letzten Jahr auf der Biskaya gefunden, also das war irgendwie schon so ein bisschen surreal, wenn auf einmal das Schiff von sich aus anfängt zu fahren, du denkst, es fährt. Ich sag mal, klar, ist eine Böe gekommen, aber ich sag mal, ich habe so gesagt, so, jetzt wollen wir weiter nach La Coruña und auf einmal zieht die Jumbo an und geht auf 6 Knoten. Da denkst du schon, da hat das Schiff das jetzt entschieden. Klar, war natürlich nur eine Böe, aber irgendwie haben wir uns auf dem Turn gefunden, auch so die Abende und Nächte so allein dann, das ist schon was Besonderes und das möchte ich nicht missen. Klar, also das Herzstück unserer Turns ist natürlich dann immer der Sommerturn mit Anke, den ich auch auf keinen Fall missen möchte. Und dann die Rückreise mache ich in der Regel dann mit den Männern und auch das sind alles unterschiedliche Turnerfahrungen und da möchte ich keinen vermissen. Also es ist die Mischung macht es bei mir. Ja, hat auch alles so seinen besonderen Reiz. Ist auch alles eine andere Art Segeln. Ja? Also die Einhandtouren, gerade wenn man durch die Nacht durchsegelt und wenn man solche langen Etappen wie zum Beispiel die Biskaya Einhand bewältigen möchte, ist natürlich anstrengend. Man muss sich da auch sehr diszipliniert an Wachrhythmus halten. Ne? Und dahingegen ist dann das mit Anker wahrscheinlich einfach nur entspanntes Sommersegeln und von einer Ankerbucht in die nächste und ein bisschen Sightseeing und so. Ganz unterschiedlich, aber beides unheimlich reizvoll, ne? Ja, genau, so ist das. Ja, richtig. Sehr schön. Sehr schön. Es ist so, Segeln mit allen Aspekten, mit allen Aspekten, die das Segeln eben so bietet, ne? Schön. Schön. Ja. Jetzt haben wir letztes Jahr natürlich die Biskaya gesehen. Gibt es denn schon Pläne für dieses Jahr? Magst du schon was verraten? Du, meine Turnpläne sind alle auf meiner Webseite eingestellt. www.mjumbo.de. Mhm. Ihr findet dort auch meine gesamten Turnpläne als PDF-Datei zum Download. Ich werde öfter angeschrieben, ob ich nicht mal meinen Turnplan schicken kann. Aber ich habe gesagt, kannst du auch am besten dann auf die Webseite einstellen. Und geplant fürs nächste Jahr ist Norwegen und Schweden. Mhm. Habe sie jetzt erstmal vor, Ende Mai über Fronleichnam von Enkhausen nach Wedel bei Hamburg zu fahren. Dort geht die Jumbo dann in eine Werft. Da wird Osmoseprävention am Rumpf gemacht. Und
dann muss ich danach wieder arbeiten. Das geht dann bis zum 11. Juli. Und dann am 12. Juli möchte ich dann einern von Wedel aus nach Südnorwegen fahren. Dann geht es über Cuxhaven, vielleicht Helgoland, zumindest zum Tanken oder zum Verproviantieren nochmal. Ob ich dann Nacht bleibe, weiß ich noch nicht. Und dann geht es rauf nach Kristiansand. Da geht es wahrscheinlich dann 2 Nächte durch. Und dann geht es von Kristiansand die südöstliche Küste von Norwegen rauf bis Oslo. Und das hoffe ich dann so in 8 Tagen geschafft zu haben. Und Anke fliegt dann ein nach Oslo. Und dann werden Anke und ich von Oslo Richtung Süden fahren, die westschwedischen Schären uns anschauen, haben uns da die entsprechenden Häfen schon rausgeschaut, haben die Turnplan untergemacht über Göteborg. Dann möchte ich unbedingt nach Arnold zurück. Da bin ich ja vor 2 Jahren gewesen. Das hat mir super gefallen. Das ist ja eine traumhafte Ostseeinsel da oben. So richtig schön verschlafen. Perfekter Ort zum Entschleunigen. Und da wollen wir 2 Nächte bleiben. Und dann geht es runter bis Kopenhagen. Und dann sind die 2 Wochen um. Dann fliegen wir beide wieder zurück nach Deutschland hier. Und dann geht es 3 Wochen später, geht es dann weiter. Dann fliege ich nach Kopenhagen mit dem Wilm, meinem Segelkameraden. Mhm. Und dann wollen wir von dort aus durch den Limfjord in die Ostsee. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Wir sind durch Skagerrak bin ich ja schon gefahren. Durch den Nordostseekanal bin ich schon gefahren. Aber Limfjord noch nicht. Und der soll auch sehr, sehr schön sein. Und das wollen wir uns auf jeden Fall anschauen. Und dann wollen wir nach einer Woche in List auf Sylt sein. Und dort treffen die anderen beiden Kameraden ein, der Klaus und der Heinz. Und dann fahren wir von dort aus dann über Helgoland, über die friesischen Inseln, die westfriesischen, also Ameland habe ich geplant. Ich hoffe, das klappt. Und dann zurück nach Enkhausen. Das ist der Plan fürs nächste Jahr. Das klingt wie einem wunderschönen Turn, ja. Toll. Fein. Wie machst du es denn mit dem Wetter? Du hast vorhin gesagt, du bereitest dich natürlich auch vor mit Jimmy Cornell. Ich nehme an, das ist der Atlas der Ozeane, den du da zu Rate ziehst für die saisonalen Windverhältnisse? Ja gut, ich sag mal, das war jetzt nicht meine Hauptquelle. Da habe ich mir natürlich mal angeschaut, was er so über die Biskaya geschrieben hat. Ja. Und über die Windverhältnisse dort und beste Reisezeiten. Da sind so ein paar Turnvorschläge drin, aber die Hauptquelle war es nicht. Das meiste habe ich jetzt aber so zum Wetter aus dem Internet. Da kriegst du also dann Jahreswetterdaten, wie dann so die Windstärken sind. Und das schaut man sich dann da an. Wobei ich sagen muss, wir sind ja meistens im Sommer unterwegs. Und im Sommer ist es in der Regel vom Wind her nicht ganz so stark. Aber wie gesagt, habe ich im letzten Jahr auch gemerkt, wenn du in September reinrutschst, dann kann der Wind schon mal ein bisschen stärker sein. Und wir hatten noch Glück gehabt im letzten Jahr. Wir waren, glaube ich, am 10. September waren wir zurück. Und die Woche drauf war schon richtig Sturm, auch auf der Nordsee und dem englischen Kanal. Ja, aber ansonsten, wenn ich so unterwegs bin, dann habe ich meine Windfinder-App und schaue mir dann an, wie die Windverhältnisse sind. Und die ist relativ zuverlässig, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit. Mhm. Und da entscheiden wir dann auch so die Tagesabschnitte. Aber langfristig vorausplanen kannst du es nicht. Da kannst du eigentlich nur mit statistischen Modellen kannst du arbeiten und kannst schauen, was so die vorherrschende Windrichtung ist. Und ansonsten musst du es halt nehmen, wie es kommt, oder musst umplanen. Und bei mir ist eine Turnplanung auch nie festgesetzt. Das ist immer ein roter Faden, der mich halt auch dazu zwingt, mich mit dem Fahrgebiet intensiv auseinanderzusetzen. Ich weiß so halbwegs, was auf mich zukommt. Das möchte ich auch immer ganz gerne, das mache ich ganz gerne. Ich versuche immer so viel Informationen wie möglich über eine Marina reinzubekommen, wo ich noch nie gewesen bin. Und aber ansonsten, wenn es erforderlich ist, dann planst du um, dann fährst du anders oder musst vielleicht nochmal einen Tag warten. Ja, muss man mal abwettern und, einfach. Ne? Ist ja normal, genau. Ja. Genau, dafür segelt man ja auch, dafür muss man sich halt auch mit den Wetterphänomenen einfach so ein bisschen auseinandersetzen und einfach darauf reagieren. Ne? Das ist ja auch der Reiz dabei. Genau. Wir haben vorhin schon über Technik gesprochen. Ich bin ja auch so ein bisschen technikaffin, sage ich mal. Und da wir ja auch mit der Medienproduktion unterwegs sind, würde mich interessieren, was du denn mittlerweile so an Technik für die Medienproduktion, sprich Film, Audio, Video, so alles mit dir spazieren trägst. Okay. Ja, das können wir mal durchgehen. Findet man auch auf der Webseite. Ja.
Also erstmal habe ich, und das war auch ein kleiner Prozess. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass wir den, oder habe ich es nicht erzählt, ich weiß es gar nicht. Aber wir waren auf dem ersten Turn auf die Nordsee raus, wo wir Richtung Helgoland gefahren sind, ist mir tatsächlich am ersten Tag auf Helgoland meine Full-HD-Kamera kaputt gegangen. Eine Canon war das. Mhm. Und dann haben wir den ganzen restlichen Film haben wir mit ganz einfachen Mitteln haben wir den gefilmt. Und danach muss ich mir natürlich umschauen, was ist denn da wohl jetzt die beste Kamera für meinen Anwendungsbereich? Und da habe ich mir eine Sony FDR AX53 zugelegt. Nach einem sehr langen Entscheidungsprozess, muss ich sagen. Was war da für dich wichtig? Was hast du da für Kriterien? Wichtig war für mich, dass da ein Gimbal im optischen Objektiv drin war. Entscheidungskriterium war dort, dass die Kamera eine mechanische Bildstabilisierung hat, also eine Art Gimbal vorne im Objektiv drin. Und gerade wenn du auf See bist, weißt du ja, ich sag mal, du hast ja keinen ruhigen Punkt und das Schiff geht auf und ab. Und da jetzt relativ ruhige Bilder zu produzieren, ist wahnsinnig schwer. Und die Kamera hat also diese Stabilisierungsfunktion und deswegen habe ich sie genommen. Aber nichtsdestotrotz musst du immer noch versuchen, dann manuell irgendwo die Schiffsbewegung mit auszugleichen. Aber es ist eine unheimliche Unterstützung. Und auch mit der Bildqualität bin ich persönlich sehr zufrieden, aber ihr könnt auch selber urteilen. Ihr seht es ja in den Filmen. Ja, deswegen frage ich ja, ne? weil das einfach auch alles immer so gut passt bei dir, inklusive der tollen Drohnenaufnahmen. Genau, als Drohne habe ich im Moment im Einsatz eine DJI Phantom 4. Die finde ich so von der Bildqualität her finde ich die auch sehr, sehr gut. Hat den Vorteil, die hat diese beiden Standbügel unten drunter. Und die sind unheimlich hilfreich, wenn du sie von Bord aus startest und hinterher dann auch wieder einfangen musst. Fliegst du sie also im Prinzip zum Boot ran und greifst sie dann unten an den Bügel und schaltest sie dann aus. Also das ist ganz praktisch. Mit der Qualität, wie gesagt, bin ich auch ganz zufrieden. Und dann habe ich noch eine GoPro Hero 5 im Einsatz. Ja, und dann ab und zu tatsächlich auch einfach nur das iPhone mal raus. Und dann mal ein paar Bilder machen. Das iPhone ist halt wassergestützt. Und wenn die GoPro mal nicht aufgeladen ist, dann mache ich auch tatsächlich mal ein paar Aufnahmen mit dem iPhone. Die sind auch erstaunlich gut, muss man sagen. Also ja. Die iPhone-Aufnahmen, die Videos, da kann man nichts sagen. Das ist, also speziell für YouTube ist das absolut in Ordnung und ausreichend. Das ist nicht schlecht. Ja. Ja, schon verrückt, ne? Was man heute so an Technik mit sich rumschleppt jeden Tag, ne? Ja, dann hast du natürlich auch noch deinen Laptop mit dabei. Dann hast du nochmal eine zusätzliche externe Festplatte dabei, damit du alles doppelt gesichert hast. Erstmal, ich sag mal, den Chip in der Kamera, den muss ich mittlerweile jeden zweiten Tag muss ich den lernen, weil du unheimlich viel filmst. Ich sag mal, das, was du letztendlich dann als Bildmaterial später verwendest, das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was du letztendlich dann verfüllst. Ich meine, das ist so ein Verhältnis 1:5. Okay. Mindestens. Wow. Ja, und dann musst du halt, mache ich die Datensicherung, mache ich dann hier auf dem Laptop und habe dann nochmal eine zusätzliche Festplatte, um dann nochmal für den schlimmsten Fall auch nochmal die Daten auf der Festplatte zu haben. Ach, du spiegelst dir dann quasi auch nochmal auf die Festplatte? Ja, ja, okay. Da mache ich nochmal ein Backup drauf. Mhm. Ja. Und die Schneidearbeit, das machst du dann alles von zu Hause aus? Ja, das ist halt immer das zweite Erleben. Das, ja, kann alles nochmal durchleben. Was dann im Winter? Ja, also sobald dann die Turns beendet sind und ich sag mal die Segelsaison dann vorbei ist, dann ist für mich das Wochenende in der Regel schon komplett gebucht. Dann setze ich mich hin und fange die Filme an zu schneiden, auch in der Woche dann. Abends mache ich dann 2 Stündchen oder 3 oder wenn es mich dann richtig packt, dann sitze ich auch schon bis abends 11 Uhr nochmal dran und schneide meinen Film. Ist ja aufwendig, das wird oft unterschätzt. Gibt ja einige Filmeschneider, die sagen, die brauchen so eine Stunde pro Minute. Aber da komme ich, glaube ich, gar nicht so mit raus. Ich brauche das mindestens. Also das ist schon, also wenn ich so einen 40-Minuten-Film, wie ich es im letzten Jahr im Schnitt so produziert habe, ich glaube, da komme ich mit 40 Stunden gar nicht aus. Du bist relativ schnell und hast so die Frames hintereinander gereiht, die dir gefallen, die du machen willst. Mhm. Und dann kommt die ganze Abstimmung mit dem Sound und die Kommentierung und. Aber das ist relativ schnell gemacht, aber dann,
dann hinterher nochmal das Feintuning. Das dauert bei mir nochmal praktisch die gleiche Zeit. Und dann hast du nochmal eine Qualitätskontrolle, dann wird es nochmal zu Hause vorgeführt, dann dürfen alle nochmal wertfrei sagen, was sie davon halten. Lege ich dann auch auf Höflichkeiten keinen Wert. Das okay. Wirklich sagen, was nicht gefällt. Ja, und dann geht das nochmal durch und dann wird nochmal hier ein bisschen was geändert und dann nochmal was raus und dann fällt mir beim 20. Mal anschauen auch nochmal was auf und das ist dann hinterher nochmal ein ganz langer Prozess. Wow. Gibt es da einen Zeitpunkt, wo du sagst, okay, und jetzt ist aber gut, jetzt gucke ich nicht nochmal drüber, oder bist du wirklich so kritisch, dass du sagst, und jetzt es muss mir wirklich hundertprozentig gefallen, bevor ich es wirklich online stelle? Ja, es muss mir hundertprozentig gefallen. Da bin ich kompromisslos. Wow. Ich mache es aber dann auch so, dass ich den Film eigentlich fertig habe, den dann nochmal stehen lasse, mit dem nächsten Film anfange und mir dann so nach 5-6 Tagen den Film nochmal anschaue. Das ist ein ganz guter Trick. Dadurch hast du so einen etwas objektiveren Blick. Ich sag mal, du bist ja selber so ein bisschen gefangen dadurch, dass du den Film selber bearbeitest und die Fehler gar nicht so selber erkennen kannst, weil du zu tief drin steckst. Mhm. Wenn du ein bisschen Abstand gewonnen hast, dir dann so nach 5-6 Tagen nochmal anschaust, dann hast du einen objektiveren Blick und dann findest du hier nochmal was, dort nochmal das und dann passt hier der Sound nicht oder hier ist es passt von der Musik nicht oder dies nicht oder jenes nicht. Also da finde ich doch nochmal so ganz zum Schluss den einen oder anderen Fehler. Das wird dann nochmal behoben, dann gucke ich es mir nochmal einmal an oder zweimal und dann kommt er rein. Wow. Ja, das ist natürlich sehr, sehr zeitaufwendig, das ist klar. Ja, merkt man aber auch einfach an der Perfektion, wie du dann später deine Filme präsentierst. Ja, ich sage ja, es ist wirklich ein abendfüllendes Vergnügen und es ist schön, die Filme zu schauen. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Wenn du so viel am Videoschneiden bist, kommst du gar nicht groß zum Lesen, oder? Ja, ich bin beruflich sehr viel unterwegs auch. Und wenn ich dann so auf Flugreisen bin, dann komme ich schon zum Lesen. Okay, gibt's eine Buchempfehlung speziell zum Thema Segeln, die du uns mitgeben kannst? Also ich habe mich sehr von den Büchern von Wilfried Erdmann inspirieren lassen. Also wie der seine Weltumsegelung gemacht hat mit seiner ersten Catena, das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Und dann auch später mit der Catena Nui, wie er dann erstmalig einhand und nonstop um die Welt gesegelt ist und dann nochmal einmal gegen den Wind. Also das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Also das finde ich toll. Hab übrigens jetzt auf der letzten Flugreise, letzte Woche Freitag bin ich nochmal zurückgeflogen, da habe ich mir nochmal das Buch durchgelesen, wie er mit dem Wind rumgesegelt ist, und jetzt habe ich das andere nochmal vor mir, wo er gegen den Wind gesegelt ist. Lese ich, glaube ich, schon zum dritten Mal. Ich sage mal, wenn ich die so alle einmal, ich lese sie so einmal im Jahr, lese ich die Bücher. Ich finde die so faszinierend. Oder auch Bernard Montessier. Oh ja. Fand ich auch klasse, das Buch. Auch vom Guido Drastic. Das Buch, was er geschrieben hat über den Atlantik, hat mir auch super gefallen. Ja. Auch das Buch von Johannes Erdmann, wie er erstmalig allein über Atlantik gesegelt ist, fand ich auch total packend. Das hat mir auch gut gefallen. Ja. Ja, das sind alles so teilweise auch Klassiker der Segelliteratur, an denen man einfach nicht vorbeikommt, wenn man sich mal bei Amazon oder so umtut, ne? Ja, das ist richtig. Ja, aber nicht ohne Grund. Also gerade Erdmann, also der Wilfried Erdmann, der ist ja wirklich ein Segelpionier gewesen zu seiner Zeit. Und auch heute noch, wenn er was sagt, dann hat es einfach Gewicht. Und also man merkt einfach auch in jedem Satz, den er so raushaut, dass er einfach eine unglaubliche Erfahrung hat und unglaublich mit dem Meer verwachsen ist, ne? Durch seine verschiedenen Herausforderungen, die er sich selbst gestellt hat. Ja, absolut. Und aus meiner Sicht unerreicht. Also ist, also für mich ist er eine lebende Legende. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl, ja. Ja. Gibt es du machst viele deiner Erfahrungen auf dem Boot auch einhand, und da passieren einfach manchmal Dinge, wo man sagt, ja, Mensch, das habe ich jetzt gelernt, ich habe jetzt diesen Fehler einmal gemacht,
habe ich jetzt gelernt und das nächste Mal weiß ich, wie ich besser darauf reagiere. Jetzt beispielsweise mal das mit der Notpinne, die du da jetzt umgebaut hast. Gibt's denn einen Fehler? Man sagt ja immer, aus Fehlern lernt man. Gibt's einen Fehler, wo du sagst, okay, das hat sich bei mir eingeprägt und das mache ich genauso eben nicht mehr, weil ich jetzt was Neues gelernt habe? Puh, das ist eine schwere Frage. Also ich lerne natürlich mit jedem Turn, lerne auch aus jedem Fehler. Mhm. Ob ich jetzt so ganz speziell sagen kann, dass ich irgendwas nicht mehr mache. Ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, segel nicht mehr ganz so am Limit oder über dem Limit. Und das mache ich nicht mehr, weil das einfach zu ärgerlich ist. Wenn du, ich sag mal, dadurch fährst vielleicht einen halben Knoten mehr, dann ist der ganze Turn im Eimer. Und das also Schiff vielleicht sogar noch dabei, ne? Ja, also das würde ich sagen. Aber ist das ein Fehler? Weil es einfach nur eine gesunde Vorsicht, die ich mir da angeeignet habe. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, ich lasse mich jetzt selten durchs Wetter abschrecken. Klar, wenn Sturm angesagt ist, wenn du außerhalb deines Versicherungsschutzes unterwegs bist, dann fahre ich auch nicht mehr raus. Ja. Das habe ich auch mit der Versicherung gecheckt. Also wenn Sturmstärke vorhergesagt ist, und sie rechnen da ab 70 Stundenkilometer, rechnen die schon mit Sturm, das ist bei 38 Knoten. Also wenn du 38 Knoten und mehr angesagt hast, dann bringst du schon deinen Versicherungsschutz in Gefahr. Das heißt, dann rechnet man dir eine gewisse grobe Fahrlässigkeit an und dann kann es sein, dass du im Schadensfall dann nicht den vollen Schaden ersetzt bekommst. Das ist so meine Grenze, aber ansonsten würde ich sagen, bin ich auch unterwegs, wenn die anderen noch drin sind, das stimmt, ja. Okay. Ja, also das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass du in dem Moment den Respekt vorm Wetter verloren hast. Du hast einfach nur dein Schiff gelernt, Hand zu haben und zu beherrschen und weißt einfach, wie du mit deinem Schiff in solchen Situationen umgehen musst. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt. Das wird unheimlich unterschätzt. Du bist wesentlich ruhiger in der Situation, wenn du mal überrascht wirst, wenn du es einfach mal gezielt machst. Ich habe es im ersten Jahr, wie gesagt, ich bin auf der Rückseite des Trogs, bin ich rausgefahren mit abnehmender Windstärke, habe mich so ein bisschen rangetastet, wie es so funktioniert. Und das haben wir dann auch bei den weiteren Turns, wo ich dann auch Verantwortung für eine Mannschaft hatte, habe das auch eine unheimliche Sicherheit gegeben, auch in Situationen, wo wir dann bei 30 bis 35 Knoten, wo ich dann mit Crew unterwegs gewesen bin, weil ich einfach wusste, dass das Schiff das gut mitmacht, da müssen wir keine Sorge haben. Wenn wir die Wellen im richtigen Winkel anfahren, dann ist das alles kein Problem. Und es gibt einem eine gewisse Sicherheit und auch eine unheimliche Ruhe. Mhm. Und das habe ich also jetzt in vielen Situationen, wo es ein bisschen brenzlicher ist, da muss ich sagen, ich bin unheimlich ruhig. Und das hilft auch. Du kannst einfach deine Entscheidungen dann ruhig, gelassen, überlegt treffen. Und das ist auch eine Stärke aus meiner Sicht. Und deswegen, also ich sag mal, alles, was ich so gefahren habe unter Starkwind, ist im Nachhinein unheimlich wichtig. Und wenn du auf Langfahrt, ich sag mal, ihr seid ja auch groß unterwegs, ihr fahrt ja auch zu den Azoren und so, da seid ihr auch mal 10, 12 Tage unterwegs. Oder du kennst ja das Wetter im Vorfeld, du kannst immer überrascht werden, da kann ja was passieren. Genau. Oder bist du froh, wenn du weißt, was dein Schiff kann? Wie du mit deinem Schiff in solchen Situationen umgehen musst, was du deinem Schiff zumuten kannst, aber auch dir selbst und deiner Mannschaft. Mhm. Ja. Dazu gehört natürlich auch ein Stück weit, ich meine, du bist oft mit den gleichen Leuten unterwegs, du kennst die mittlerweile, aber dazu gehört eben auch, dass du versuchst, deine Mannschaft so weit einzuschätzen und zu schauen, was kann ich denen wirklich zumuten und was ist möglicherweise zu viel. Ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du genau weißt, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen deiner Mannschaft. Und das musst du auch mit einbeziehen, vollkommen richtig. Ja, ja. Ich meine, das hast du ja quasi dadurch, dass du diese drei Konstellationen fährst, einmal Einhand, musst du dich nur mit dir und deinem Schiff auseinandersetzen, dann eben zusammen mit deinen Jungs und dann eben auch mit Anke. Du kennst deine Leute ja mittlerweile, denke ich, in- und auswendig und weißt, was du
tun kannst und was nicht. Wobei ich den Eindruck hatte, auf dem Rückweg durch die Biskaya letztes Jahr war so der ein oder andere manchmal ein bisschen weiß um die Nase. Ja, das habe ich ja nicht gefilmt dann. Sagen wir so. Also einer meiner Segelkameraden wird grundsätzlich am ersten Tag seekrank und das hält dann für ein, zwei Tage an und danach ist es gut. Ja. Und wenn du dann natürlich so einen Wellengang hast, dann, das war nicht so einfach, ja. Da war ein bisschen weiß um die Nase, ja. Okay. Aber ich verrate nicht, wer es ist. Nein, das war auch nur so eine Vermutung, aber anscheinend habe ich da doch keinen Knick in der Optik gehabt. Ja. Das stimmt schon. Ja. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der in der Situation ist, wie du es vor einigen Jahren warst und der sich sagt, jetzt habe ich die Scheine und jetzt möchte ich gerne ins Segeln einsteigen? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es einfach macht. Klar, jetzt hängt es natürlich auch so ein bisschen vom finanziellen Rahmen ab, was man darstellen kann. Ideal ist natürlich, sich ein eigenes Boot zu kaufen. Da kannst du die meisten Erfahrungen mitsammeln. Mhm. Aber ich glaube, da ist auch jeder anders. Ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen und mit vielen Seglern gesprochen, die schwören auf Chartern. Die sagen, ich tue mir das mit meinem eigenen Schiff nicht an, denn eigenes Schiff ist natürlich auch eine Verpflichtung. Wir sehen ja immer nur in den Filmen die schönen Seiten, aber du hast natürlich auch unheimlich viel Arbeit, die du reinsteckst, um es im Frühjahr klar zu machen, dann sauber zu halten und die kleinen Reparaturen, die auf einer langen Liste stehen, abzuarbeiten. Das ist auch eine Verpflichtung. Man muss auch viel Arbeit reinstecken, um sein Schiff in Ordnung zu halten. Und sagen halt viele, die gerne chartern, nee, das ist mir alles zu kompliziert und zu aufwendig und ich charter lieber. Und da kann man keinen Pauschalrat geben. Da muss jeder versuchen, seinen eigenen Weg zu finden. Das ist vielleicht der Rat. Mhm. Jeder muss sehen, dass er seinen eigenen Weg findet, ob er gerne chartert. Dann natürlich den Vorteil ist von den Segelrevieren wesentlich flexibler. Ich sage mal, wir schaffen hier einen Radius von 1000 Seemeilen, so im Sommer, aber auch mit ein bisschen Zusatzurlaub nur. Aber wenn du charterst, dann kannst du natürlich im Prinzip weltweit chartern. Also oder innerhalb von Europa, Griechenland oder Türkei. Kannst natürlich auch dein eigenes Boot in diese Länder legen. Aber ich glaube, so ein bisschen, da muss jeder sich selber einschätzen, was für ihn passt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es macht, dass man sich das zutraut, auch den entsprechenden Mut hat, das eigene Selbstvertrauen aufbaut. Das Wichtigste ist einfach machen, loslegen. Mhm. Für wie maßgeblich hältst du denn in diesem Zusammenhang die Segelscheine oder die Bootsführerscheine, die man so machen kann? Sagen wir es mal so, es gibt mit Sicherheit super Segler, die haben wahrscheinlich keinen Schein. Ja, zum Beispiel der Guido. Der hat jetzt gerade eben erst seinen Yachtmaster gemacht, nachdem er schon einmal bei Atlantik und dann eben um den Tiger und so. Ne? Ja, und da gibt es natürlich Menschen, die haben alle Scheine und tun sich beim Segeln doch ein bisschen schwerer. Also ich sage es mal folgendermaßen. Man sollte den gesetzlichen Anforderungen, denen sollte man auf jeden Fall genügen. Das heißt, wenn du in Deutschland unterwegs bist, brauchst du den Sportbootführerschein See. Wenn du im Küstenbereich segelst, auf See, und im Binnenbereich brauchst du halt Motor und Untersegel. Ja, das die da brauchst du auf jeden Fall die Funkerscheine, SRC und UBI. Fachkundenachweis nach dem Sprengstoffrecht brauchst du auch, damit du die Signalraketen transportieren darfst. Ja. An Bord mitführen darfst du sie ja. Aber du darfst sie nicht kaufen und darfst sie nicht im Auto transportieren. Ja, da ist dann der Wurm drin, ja. Ja. Also das würde ich empfehlen. Ich muss aber auch sagen, durch den SKS habe ich unheimlich viel über Navigation gelernt. Und das Wissen möchte ich im Nachhinein auch nicht missen. Und das hilft mir bei den Turnplanungen, natürlich auch bei der Navigation unterwegs. Wobei wir natürlich, ich sage mal, mit den Hilfsmitteln, die uns heute zur Verfügung stehen, ist es natürlich mit der Navigation relativ einfach. Ich fahre immer mit dem iPad, mit der Navionics-App und dann steckst du mal ganz kurz den Kurs dann da ab über Grund. Das hat ja im Wesentlichen nichts mit dem zu tun, was du so im SBF in der Theorie lernst oder beim SKS lernst, wo du dann Peilungen nimmst und dann in einer Karte dann da den Kreuzungspunkt einträgst und deine Position bestimmst. Aber die ganzen anderen Dinge, alles was so Gezeiten angeht und Strömungen und etc. Also ich fand den SKS vom Wissen her, vom Stoff her, fand ich den unheimlich hilfreich. Mhm. Also den würde ich auch
jedem, der so ähnliche Touren machen möchte, wie wir sie machen, würde ich ihn auf jeden Fall auch empfehlen. Ja, es gibt einem auf jeden Fall noch eine ganze Menge Sicherheit, wenn man eben neben einem Navionics oder dem Kartenplotter auch noch mit einer Papierkarte umgehen kann und weiß, wie das so funktioniert mit den Gezeiten und all diese Dinge, die da gerade im Kanal und auf jedem Gezeitengewässer wichtig sind. Ne? Ja, vollkommen richtig. Ja, genau. Ja, Mensch, Martin, wir sind jetzt schon über eine Stunde hier miteinander unterwegs. Wenn unsere Hörer ein bisschen mehr über dich erfahren wollen und das ja eben schon auf deine Webseite hingewiesen, dass da eine ganze Menge Informationen zu finden sind, wo finden wir dich denn im Internet? Ja, also ihr findet mich erstmal unter www.mjumbo.de. Dann findet ihr mich auf Facebook. Da gibt es einen Blog, mjumbo sailing. Mhm. Gut, dann habe ich noch einen Facebook-Account, Martin Jumbo. Ja, und dann natürlich auf YouTube unter mjumbo. Das sind, glaube ich, so die Anlaufstellen, wo man mich dann findet. Okay, wunderbar. Kommt natürlich alles in unsere Shownotes. Wer dich da erreichen möchte, der kann da gerne reinschauen und kann sich da gerne weiterklicken zu deinen verschiedenen Kanälen. Und diejenigen, die Videos noch nicht kennen, denen empfehle ich ganz dringend, sich da mal bei YouTube einzufinden und mal nach mjumbo zu suchen. Ist auf jeden Fall, speziell wenn es da wieder etwas kühler wird und die Segelsaison ausklingt, immer eine schöne Gelegenheit, sich wieder ein bisschen am Segelvirus zu infizieren und ein bisschen Segelluft zu schnuppern, so außerhalb der Saison. Stimmt. Ja, Martin, ich würde sagen, wir sind jetzt, wie gesagt, wissen über eine Stunde. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, die du uns geschenkt hast und für die Geschichten, die du uns erzählt hast. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns vielleicht mal irgendwann auf dem Wasser begegnen würden und wir uns vielleicht noch bei einem Ankerbier, die werden ja bei dir auch immer sehr zelebriert, das finde ich auch super, das gehört auch dazu, uns mal da zusammensetzen könnten. Ja gerne, du Erik, mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht, hier bei euch zu Gast zu sein und mit euch ein bisschen zu plaudern und würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns irgendwann mal auf dem Wasser oder in irgendeinem Hafen treffen würden und selbstverständlich bist du bei mir zu einem Anlegerbier eingeladen. Freut mich, ich komme drauf zurück, kannst dich drauf verlassen. Ja, gerne. Ansonsten, Martin, vielen Dank und bis demnächst mal vielleicht irgendwo auf dem Wasser. Mach's gut. Gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, so viel zum Interview mit Martin. Ganz netter Typ und hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, sich mit ihm zu unterhalten. Und ja, mittlerweile ist das neue Projekt, was er jetzt hier im Interview, das ist wie gesagt aus dem Mai, was er da erwähnt hat, ist natürlich hier mittlerweile schon online und du kannst es dir anschauen. Er ist also Richtung Schweden unterwegs, hat da schon wieder einhand riesige Strecken zurückgelegt und berichtet das alles und dokumentiert das alles ganz, ganz wunderbar in seinem neuen Video. Und ist auf jeden Fall ein Blick wert. Schau mal auf YouTube, mjumbo, beziehungsweise auf seiner Webseite. Alle Links, die du dazu brauchst, findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Und wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann nimm dir doch gerade diese halbe Minute Zeit und geh mal kurz zu iTunes und gib uns eine Bewertung dort. Natürlich gerne eine 5-Sterne-Bewertung und natürlich noch viel lieber mit einem Text dabei. Das ist nämlich das, was andere Segler auch auf den Podcast aufmerksam macht. Und das führt dazu, dass der Podcast immer wieder ein bisschen bekannter wird und dass auch andere Segler auf den Schatz, den wir hier zu bieten haben, aufmerksam werden. Und ansonsten gelobe ich jetzt Besserung. Wir werden jetzt wieder regelmäßiger senden. Das nächste Interview ist quasi schon in der Pipeline. Bleib gespannt, in 2 Wochen kommt das neue Interview raus. Und bis dahin wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß im Winterlager, möglicherweise bei Refit arbeiten oder vielleicht genießt du ja auch deine Weihnachtsferien irgendwo in einem Segelrevier, wo jetzt gerade schönes Wetter ist. Das sei dir natürlich von Herzen gegönnt. Auf jeden Fall Fair Winds, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und bis zum nächsten Mal. Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen
und das Leben auf dem Wasser.